Social Media wird real. Instagram-Nägel, eine Frisur mit einem Facebook-Logo, ein Twitter-Make-up-Look und YouTube-Nägel. Schaut euch diese und andere kreative Ideen in unserem neuen Video an. Hier ist sie, das World Wide Web persönlich. Miss Internet liebt es, ihre Nägel zu machen. Immer wenn das Internet ihre Nägel feilt, fallen Social Media Symbole runter. Und hier ist der neue Trend. Social Media bietet immer neue Trends. Los, Blogger, bewegt euch! TikToker können ihr Aussehen in einer Sekunde ändern. Ich werde es auch versuchen. Ich werde nur einmal über den Spiegel wischen. Es funktioniert aber nicht. Warum? Ah, okay. Daher klappt es nicht. Alle beliebten Influencer haben perfekte Nägel. Ich werde es einfach mal testen. Bestreiche einen Kunstnagel mit schwarzem Nagellack. Füg dein TikTok-Logo mit weißem Gel-Nagellack hinzu. Geht den Umriss mit silbernem Gel-Nagellack nach, damit es noch mehr hervorsticht. Trocknet es und fügt die farbige Kontur mit Türkis und rosarotem Gel-Nagellack hinzu. Trocknet es wieder. Und bestreicht den Nagel mit mattem Nagellack. Erstellt ein Muster mit Linien auf einem anderen Kunstnagel. Tragt farbigen Gel-Nagellack auf den weißen Nagellack auf. Trocknet es wieder und beschichtet die Nägel mit mattem Lack. Jetzt habe ich super schöne Nägel. Ich werde es nochmal versuchen. Ich wische einmal rüber und... Wow, unglaublich! Es ist sogar noch besser geworden, als ich gedacht habe. Snapchat, hast du etwas für mich? Oh, hier ist ein neuer lustiger Filter. Ha! Und diesen Filter mag ich am liebsten. Und diesen auch. Warte, nein. Meine Nummer 1 ist dieser hier. Oh, was ist das? Der Filter wurde echt? Befestigt die Prenitz-Decke auf Schaumgummi. Schneidet beide aus und bringt ein ausgedrucktes Snapchat-Logo in der Mitte des Deckels an. Klebt ein Kabelbinder auf die Rückseite. Deckt es mit einem gelben Pappkreis ab. Wow, träume ich? Das sind die coolsten Bilder, die ich jemals mit Snapchat gemacht habe. Er braucht einen Social-Media-Manager. Ich bin der Richtige für dich. Niemand liebt Facebook so wie ich. Ich bin ein lebendiges Facebook-Logo. Siehst du? Aber das reicht noch lange nicht. Warte. Sag nicht gleich nein. Bedienung. Ich brauche deine Hilfe. Kannst du aus meinen Haaren ein Logo machen? Okay, ich werde es versuchen. Verfolgt dein Facebook-Logo auf einem alten Plastikordner. Schneidet es vorsichtig mit einem Modelliermesser aus. Es ist ziemlich gut geworden. Wow! Okay, du bist bestimmt doch ein guter Manager. Schau dir den Vertrag an. Ein echter Vertrag. Danke. Ich werde alles machen. Ich werde den Vertrag sogar unterschreiben, ohne ihn gelesen zu haben. Ich verspreche dir, dass du es nicht bereuen wirst. Das Thema unseres YouTube-Meetings sind Social-Media-Hater. Wir haben alle möglichen Methoden ausprobiert und keine Ergebnisse erzielt. Ich komme nicht zu spät. Ich war gerade im streng geheimen Wissenschaftslabor und habe unsere neue Erfindung dabei.
Ich bin stolz darauf, diesen großartigen neuen Anti-Hater-Mechanismus präsentieren zu können. YouTube-Nägel. Lackiert Kunstnägel mit rotem Nagellack. Schneidet Dreiecke aus Aufkleberpapier aus und klebt sie in die Mitte des Nagels. Definiert den Umriss mit weißer Gelfarbe. Bestreicht die Nägel mit klarem Nagellack. Das sind die perfekten Nägel für einen YouTuber. Passt mal alle auf. Ich werde euch zeigen, wie die neue Erfindung funktioniert. Ihr braucht einen Hater. Geht mit den Nägeln über den Bildschirm. Was sehen wir als nächstes? Likes greifen den Hater an, bis er aufgibt. Und hier ist das Ergebnis. Der Hater ist besiegt. Yay! Es klappt wirklich. Wir haben es geschafft. Doktor, Sie müssen mir helfen. Ich kann überhaupt nicht mit Leuten reden. Moment. Also ich kann... Oh, Moment. Ich glaube, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ein Twitter-inspirierender Make-up-Look. Dadurch wirst du sofort selbstbewusster. Dr. Leyen, Sie sind unglaublich. Ich fühle mich auch schon viel besser. Du wirst nicht glauben, was ich für einen Tag heute hatte. Es ist so viel passiert. Erzähl mir alles. Hey, hör auf dein Smartphone zu starren. Hör mir jetzt zu. Oh, weißt du, ich muss los. Ich muss darüber twittern. Der Beziehungsstatus lautet, es ist vorbei. Dieses Bild mit einem Ballon wird viele Likes bekommen. Ich muss so posieren. So sehen meine Haare besser aus. Die Beleuchtung ist hier besser. Oder doch eher ein Ganzkörperbild. Kissen, ich brauche deine Hilfe. Ich werde mein Smartphone hier ablegen. Nein, das reicht auch nicht. Ich glaube, ein Stativ ist für einen Blogger unverzichtbar. Ich werde dieses Bild veröffentlichen. Und das hier... Likes, wo seid ihr? Ich muss was anderes ausprobieren. Ich werde einen stylischen Look ausprobieren. Das ist das Farbschema von Instagram. Ja, das kann sich sehen lassen. Aber es könnte noch besser sein. Ich habe eine Idee. Ich werde einfach tolle Instagram-Nägel kreieren. Lackiert ein Kunstnagel mit weißem Nagellack. Trag lila, rosa und gelbe Acrylfarbe auf einen Schwamm auf. Befeuchtet den Schwamm, damit sich die Farben etwas vermischen. Übertrag die Farbe dann. Und malt ein weißes Instagram-Logo auf die Nägel. Fügt auch Herzen hinzu und bestreicht sie mit mattem Nagellack. Meine Instagram-Nägel sind fertig. Ich mache ein Selfie mit meinen super coolen Nägeln. Also, diese Maniküre wird bestimmt eine Menge Likes bekommen. Mal sehen. Ja, na endlich! Oh, ich habe es geschafft. Von jetzt an poste ich nur noch so eine coolen Bilder. Das habe ich sehr gut gemacht. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Ihr habt meinen neuen Trend populärer gemacht. Ich bin stolz auf euch. Wie fandet ihr unsere Social-Media-Nägel, Make-up und Haarideen? Schreibt uns, welche Idee ihr am besten fandet. Instagram-Nägel, TikTok-Nägel, ein Twitter-Make-up-Look oder eine Facebook-Frisur. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da.
drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.